Hallihallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Alice 19. Wir spielen auf einem klitzekleinen neuen Projekt. Und zwar machen wir nämlich die Kanal-Mottos, das hoffe ich immer von allen, zur Nutze, und zwar das Zocken der Community. Mit dabei ist Simulator TV. Moin. Blue Crash. Moin. Gustav Gaming. Hi. Und Dago. Ja, wie soll's. Kannst du Hallo sagen? Gut. Fail. Was soll diese. Nee, läuft weiter. Was soll diese Aufnahme, dieses neue Projekt bringen? Und zwar, wir haben einen eigenen Discord, der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr drauf joinen, wenn ihr den LS19 habt. Ihr könnt gerne mitspielen. Das Ganze basiert auf den Communities. Alle Entscheidungen, die wir hier auf diesem Projekt treffen, kaufen wir Kühe, kaufen wir keine Kühe, werden auf diesem Discord abgesprochen, mit natürlich euch. Ihr könnt selber mitspielen. Und das sind jetzt derzeit die vier Leute, die ich gefunden habe, die jetzt den Start mitmachen wollen. Wir machen jetzt als erstes eine kleine Maisparty. Also kleine in Anführungszeichen, denn wenn ihr hier mal auf die Karte guckt, wir haben ein paar Maisfelder. Ein paar. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lang. Und wir legen los. Jo. Ich fahre mal los, ne? No. So, aufpassen, hier vorne auf der Ausfahrt ist eine kleine Bodenschwelle. Die konnte ich nie wegmachen. Nee. Ob es jetzt intelligent war, so rauszufahren, weiß ich nicht, aber ich denke. Ich überlege jetzt gerade, ob das so schlau war, dass ich jetzt so die weite Strecke genommen habe. Egal. Die erste Spritrechnung gibt's zu dir. Ja, ich merke schon, es war irgendwie gerade. Aber richtig sinnvoll, ja. So. Ich hatte nämlich vorhin auf der Map nochmal geguckt gehabt, welche Strecke wir nehmen und dann, naja, man kennt es. Würdest du die erste Bahn mitfahren? Mach ich. Yes, bitte. Ich nehme immer das Einfachste, weißt du, bei mir. Ups, man sollte den Rückwärtsgang nicht anschalten. Na, hoffentlich nie. Das wäre übel. So, ein Fahrer in die Mitte. Jo, ich bin auf dem Weg. So. Warte mal, wir müssen genau die Mitte treffen. Wir können eine Pflanze stehen lassen. Also, bereit? Ja. Jo. Das ist laut. Und los. Da. Schnell fahrt ihr 10. Ja. Ja, circa. Circa. Warte mal ganz kurz. Kolonne, stopp. Ich muss mal ganz kurz hier mein Tonleiter machen. Uiuiuiui. Aber kurz, das ist doch. Ich bin schon bei 23%. Doch, ja, nee, ein halt. Laut. Fahrzeuge. Ja, gut. Das, ich hatte schon auf 10 gehabt, aber irgendwie. Gut, ich mach mal weiter, ne? So, weiter. Das ist bei mir zu leise. Ja, 13 Mal. Schwingt der Bomaten hier rein? Jo, hab ich auch. Das Ganze, wie wir das jetzt machen, ist jetzt unrealistisch, aber uns mangelt es an Abfahrern. Gustav, bleib mal bitte stehen. Uns mangelt es an Abfahrern und dass die Hexer nicht stehen bleiben, müssen wir das Ganze jetzt leider so machen. Jo, Gustav, kannst du schon hinter mich fahren, ich bin gleich fertig. Aber wenn ihr natürlich mitspielt, dann ist es bei solchen Events dann nicht mehr der Fall, dass es an Abfahrern mangelt. Ja. Dann haben wir genug und dann können wir das Ganze auch realistisch zeigen. So, jetzt beginnt das große Problem. So, ich fahre jetzt hier rum, dann kannst du mir hinterher. Fahren gleich hier runter wieder. Du solltest dein Mähwerk ausmachen, Lukas, sonst nimmst du da die Ernte weg. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Danke. Oder hochmachen. Vielleicht hätte. Fahren konnte ich ja noch nie, aber jetzt. Soll ich immer noch in der Mitte fahren oder? Ja, ja. Muss ich hier so ein bisschen Platz lassen, oder? Das, nee, halt. Nee. Ja, halt. Warte mal. Jetzt irritiert mich ja alles wieder. Jetzt muss ich gerade so überlegen. Und los.
Ja, das. Ich bin natürlich hier weiter weg. Ein bisschen versetzt von. Doch, hat gepasst, ne? Bin in der Mitte. 90%, Gustav. Schnell. Muss jetzt hier zack, zack gehen. Noch läuft's. Noch. Ja, voll. Dann bleib du stehen, du Crash, und dann. Wenn mal was stehen bleibt, ist er glaube ich auch nicht stimmen, ne? Nein. Wenn man es fällt ganz so sauber ab, das ist halt auch ja unrealistisch. Wieso? Na wieso? Ich schicke gleich mal ein paar Bilder, wie das aussieht, wenn die bei uns gewechselt haben hier. Sauber. Nee. Doch. Sieht ja aus wie abgefressen. Ja, mach's ja letzten Endes. Schneidest ja unten die Dinger ab, bloß, und dann häckselst es. Mehr ist das ja nicht, das heißt ja nicht umsonst Mais häckseln. Ja genau, häckseln, nicht fressen. So. Jetzt ist ich für die schöne Bahn. Dago. Ja. Komm, die erste Fuhre ist da. Na jo. Gustav? Ja. Na komm. Oh. Der schöne Traktor. Nach der ersten Folge schon Wartungskosten. Restaurieren oder verschrotten? Kannst überlegen. Du schiebst. Ich hab's gerade gemerkt. Ich muss ein bisschen versetzt, glaube ich, ne? So. Da, wo du sollst die Wand nicht küssen. Eigentlich müsstest du vorfahren. Ich hab's breiter, oder? Ich hab's breiter, ne? Nee, damit ich mich an deiner Spur orientieren kann. Ich hab nämlich noch ein bisschen. Gustav, wie voll bist du? 70%. Ja, ich bin schon wieder auf dem Rückweg. Das ist gut. Es geht doch schneller als gedacht. Ja, vor allem, naja, wir haben ja auch nicht so einen weiten Weg. Wir haben jetzt oben auf Feld 1. Bring mal Gamerflow nicht auf dumme Gedanken, sonst lässt er uns hier echt noch weit fahren und dann muss man weiter. Gamerflow, bitte! Eins muss ich sagen, wir kriegen mehr Ernte raus, weil die Felder sind alle auf 100% gedüngt. Finde ich gut. Das hast du alles schon gemacht, ne? Du warst ja echt fleißig. Ja. Mehr Geld. So, Gustav, du bist voll. Ja. Oh. Hallo! Stopp! Ich ratsch hier weiter durch. Das Gegenteil von Stopp ist weiter. Ja, auf jeden Fall. Nach Fest kommt ab, hat man mir immer gesagt. Das habe ich dann auch gemerkt, als ich ein bisschen gedreht habe. Das kriegt Evelyn schöne Bahn. Wir hätten ja unten durch den gehabt. Ups. Das so, gut. Ich hatte kurz angehabt. Ist so eine Gewohnheit immer, wenn ich irgendwie auf der Straße war, mache ich immer die Rundumleuchten an. Wenn ja, ich das kannst du aber hier nicht im Multiplayer. So. Ja. Ich nehme, wer hier mich reingeschubst hat. Weswegen wir jetzt so schräg fahren müssen. Ich weiß es nicht, wer war's denn? Ja. Keine Ahnung. Fährt neben mir, hat einen gelben. Häcksler. Oh, das ist der Lüge. Lügenpresse ja. Hier. Lügenpresse. Ich hab's sogar mit den Augen gesehen. Die hat vorhin noch zugehabt. Vor der Aufnahme hat sie auch noch zugehabt, also bitte. Ja, da habe ich noch geschlafen. Gut. Da hat der Kaffee heute Morgen nicht gereizt. Ja, auf jeden Fall. Jo. Du grüßt wie voll? Jetzt bei 65%. Halt so schnell? Naja, es ist ja, gedüngt. Es sind zwei Häcksler, oder? Ja, und es ist gedüngt, die Ernte. Oh. Bin schon wieder auf dem Rückweg. Komm, wir jetzt schon in Schwitzen. Finde ich gut. Haben wir noch nichts weiter gemacht, wir kommen jetzt schon in Schwitzen. So, ich krieg jetzt eine schöne Bahn, da kann sich dran gewöhnen. Ich krieg jetzt mal hier die schöne. Die schöne ja, und das die Biest. Ach, nee. Die Außenseiterbahn. Das hast du gesagt. So. Verlust. Ach, Kraft. Ach, jetzt ist Geld. Oh, du kannst es anmachen, ne? Bei mir ist an. Warte mal. Du musst auch mal Rückspiel gucken oder so, ne? So. Das Lustige ist, wenn ich jetzt sagen würde, in welcher Hand. Ist jetzt ein Video. Ist jetzt ein Video. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt schon mehr gedacht habe. Innenansicht. Außen, weit rausgescrollt. Da. Na gut, ich bin ohne Außenansicht, um den Abfahrer zu sehen. Nicht. Können wir es jetzt? Ja, dann muss man ein bisschen näher rankommen. Ich bin bei 89%. Komm mal näher ran, du Crash. Stehst bei mir ein bisschen weit weg.
Ich fahre direkt zwischen euch. Dann machen wir das jetzt gleich so. Ich fahre aufs andere Feld, Lucrash und Lukas, dann müssen wir es mit Wartezeit machen, dann erkennt das nie. Das Problem ist, dann siehst du das, mein Rohr ist glaube ich kürzer oder so, ne? Irgendwie. Ja, ja. Dann machen wir das jetzt anders, dann improvisieren wir. Lucrash, du fährst abtanken, Gustav, du fährst zu Lukas. Jo. Und ich fahre dann mit Lucrash schon mal hoch. Okay, dann lade ich ab und du fährst schon mal vor. Ja. Auf welches Feld denn? Gegenüber. Also Feld L4? Nee, auf die 12. Ah, so, okay. Jo, bis gleich. Mhm. Oh, ich hab schon gerade meine MS geschossen. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir, na gut, das ist jetzt nicht das Beste, aber auch nicht das Schlechteste. Ich bin jetzt aber davon ausgegangen, 100 MS sind bei mir heute, aber es sind sage und schreibe 50. Ja, nee, bei mir war es gerade nur kurz. Dann 50 ich erstmal bei der Arbeit zugucken. Das, was ich am liebsten mache. Uns zugucken, da gibt's nichts. Schön chaotisch. Da gibt's nichts zu sehen, Gamerflo. Kamera aus. Ago, neue Lieferung. Sieht aus wie ihr fort. Gerne. Ich weiß. Ich würde dann gerne mal wissen, nach der ersten Folge, wie wird das fällt. So. Ich sehe gerade, ich schaue gerade auf die Uhr. Jetzt gerade muss ich gucken, wie ich hier. Ich bedanke mich erstmal für die erste Folge bei euch. Mal sehen. Wir tauschen untereinander mal durch. Vielleicht in der zweiten Folge schon. Ja, mal schauen. Wenn euch das Projekt gefallen hat, dann lasst euch gerne ein. Projekt. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst euch gerne mal eine positive Bewertung da. Wobei Projekt auch nicht falsch ist. Was? Wobei Projekt auch nicht falsch ist. Ja. Ja, stimmt. Falls du nicht getan hast, da bei allen dreien, also Gustav, Simulator TV und mir, ein Abo da, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Haut rein und ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.